Servus Leute, was geht? Ich bin Marko Mitrovic und ich bin jetzt gerade hier gelandet in Niš in Serbien. Und hierhin nehme ich euch einfach mal mit zu einem ganz anderen Vlog als sonst immer. Und ich bin gerade mit meinem Dad unterwegs und wir sind jetzt gelandet und wir haben keine Ahnung, wo wir schlafen, wie wir weiter nach Vranje kommen. Wir haben überhaupt keine Ahnung, aber deshalb finden wir das jetzt raus und gehen erstmal da hinten hin in die Halle weiter. Let's go! Flughafen aus der Kontrolle raus und ja, Rent a Car gibt's nicht. Taxi mäßig, eigentlich auch nicht da. Für uns jetzt so ein bisschen die Überlegung, fahren wir in die Stadt oder leihen wir uns ein Auto oder, weil wir müssen eigentlich noch mal eine Stunde von hier weiter weg nach Vranje und da müssen wir jetzt irgendwie hinkommen. Aber das sieht schon busy hart aus von hier aus gerade. Die Taktik von meinem Dad ist, jetzt praktisch irgendwelche Leute hier auf der Straße zu fragen, wegen Rent a Car, ein Auto zu leihen, Mietwagen einfach. Ungelogen, eine Minute später, mein Dad hat geklärt, kommt jetzt ein Typ, bringt uns einen Mietwagen. Super. So Leute, wir sind jetzt im Auto und fahren jetzt noch mal eine Stunde durch die Berge nach Vranje und dann sind wir auch angekommen. Wir haben jetzt 20 vor 11, weiter geht's. Ich bin mit dem Auto, wie ist denn der Glaube? Rechts ist der Rentekar, na klar. Okay. Ciao. Ciao. So Freunde, wir sind jetzt angekommen und es war ein langer Tag. Ich will euch gar nicht jetzt langweilen mit Begrüßungen, Großeltern, solche Geschichten, sondern ich zeige euch morgen wirkliche Eindrücke hier von Serbien und von der Stadt und so weiter und so fort. Und deswegen würde ich jetzt sagen, gute Nacht und wir sehen uns morgen früh. Let's go! Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Wir sind jetzt hier frisch ausgeschlafen. Mega gut gelaunt, die Sonne scheint und was richtig witzig ist, wir schlafen hier immer in diesem Hotel. Und wir sind gestern Nacht um 2 Uhr angekommen und da war niemand mehr da. Und draußen an der Tür hängt einfach eine Telefonnummer. Die habe ich nachts um 2 Uhr angerufen und dann geht der Typ dran, der hat schon geschlafen. Und ich habe gesagt, hey, wir sind da, wir haben nicht reserviert oder so, habt ihr noch ein Zimmer frei? Dann sagt er einfach, ja, geht einfach in Zimmer 4, da hängt der Schlüssel, wir klären alles morgen. What? Sowas gibt es in Deutschland gar nicht und ich sage sowas extra, nur um so ein bisschen diese andere Kultur, diese andere Mentalität hier so ein bisschen nahe zu bringen. Und schaut mal, wie es hier aussieht. Wir gehen jetzt in die Stadt, eine SIM-Karte kaufen, weil mein Handy das Internet leer gezogen hat, Deluxe. Und dann frühstücken wir erstmal und dann geht der Tag los. Let's go! So Freunde, ich habe mir jetzt gerade eine SIM-Karte geholt, ich bin wieder mobil unterwegs und ich bin jetzt gerade hier in der Innenstadt von Vranje. Und was so ein bisschen charakteristisch ist, sind die ganzen kleinen Mini-Geschäfte, so kleine Boutiquen einfach, wo es sehr, sehr günstig im Vergleich zu Deutschland Klamotten gibt, halt qualitativ auch nicht auf dem Level. Man muss echt sagen, hier ist kaum was qualitativ auf dem Level wie in Deutschland, weil die Leute sich einfach auch nicht leisten können. Aber was ich sagen möchte, auf der einen Seite ist es zwar so, dass es hier weniger Geld, weniger Kapital gibt, aber das heißt nicht, dass die Sachen hier weniger Spaß machen, weniger gut sind oder was auch immer. Es ist halt einfach eine andere Stufe und die Leute hier genießen genauso, wie du es jetzt gerade im Hintergrund siehst, hier die ganzen Cafés und alles. Hier ist sehr, sehr viel Kultur, wo man sich draußen trifft, abends was trinken geht. Es ist hier nicht so wie in Deutschland, dass man hier Party machen geht in Clubs, sich ja, mit Drogen vollpumpt und abschießt und so wie in Deutschland halt eben after, feiert, 3 Tage wach, das gibt's hier nicht. Hier geht man abends in eine Bar, hier trinkt man Bier,
guck Fußball, chill sich mit Leuten zusammen, trink nicht nur Bier, sondern auch Rakia und schieße sich damit ab. Ja, hier ist Alkohol sozusagen die Volksdroge Nummer 1. Was mir immer auffällt, wenn ich hier bin, persönlich ist, die ganzen Immobilien, die ganzen Häuser hier, die sind sehr oft nicht fertiggestellt, weil die Leute angefangen haben, ein zweistöckiges Haus zu bauen und haben kein Geld, das eigentlich fertigzustellen, haben nur Geld vielleicht fürs Erzgeschoss und der erste Stock kommt in 10 Jahren und der zweite Stock in 20 Jahren oder auch nicht. Oder du siehst hier einfach solche komischen Sachen, die du in Deutschland so einfach nie sehen würdest. Und es ist super strange für mich, weil irgendwie identifiziere ich mich hiermit und irgendwie ist es total fremd für mich. Also es ist super komisch irgendwie. Es ist immer so mit gemischten Gefühlen so, wenn ich hier rumlaufe und mir das alles anschaue, weil ich komme ja nicht von hier, ich bin ja in Deutschland geboren. Und doch ist es hier irgendwie, bin ich hier irgendwie verbunden so damit. Hinter mir ist jetzt der Piaz, was so viel bedeutet wie Flohmarkt, Markt. Und da gehen wir jetzt einfach mal drüber. Das war jetzt die erste kleine Tour durch Vranje. Wir haben ein paar kleine Sachen gesehen. Das sind so die Dinge, die mir als Mensch, der in Deutschland aufgewachsen ist, so als erstes auffallen. Einfach, die springen mir einfach ins Auge, weil das die Dinge sind, die komplett anders sind als in Deutschland. Ich laufe hier rum und vor mir steht einfach so ein richtig alter kaputter Traktor. Ja, und das, sowas kenne ich halt einfach gar nicht aus Deutschland. Und das finde ich halt eben genau das Interessante beim Reisen, weil du halt eben andere Dinge siehst, andere Mentalitäten siehst, wie andere Menschen damit umgehen, auch wenn sie weniger haben und überhaupt kein Fotz unglücklicher sind oder sowas als Menschen in Deutschland. Und das ist einfach eine ganz andere Mentalität und ich finde, Reisen lässt dich sowieso als Mensch wachsen. Und wenn du viele verschiedene Mentalitäten, viele verschiedene Kulturen gesehen hast, dann wächst du einfach auch als Mensch und verstehst Menschen besser. So, und ich bin jetzt wieder bei Oma und Opa und chill eine Runde mit denen und danach geht's weiter. Eigentlich wollte ich euch das gar nicht zeigen, weil ich eigentlich in Ruhe frühstücken wollte, aber ich finde das so geil, deswegen muss ich euch das zeigen. Check das mal aus hier. Das hier ist so eine Packung, die hat mein Opa geholt. Die kostet 10 Euro. Voll mit Cevapcicis des Todeskrauts. Wir fahren jetzt auf die Berge, praktisch da, wo wir ursprünglich herkommen. Also meine Großeltern und mein Dad sind nicht hier in der Stadt geboren, sondern richtig auf dem Land und da fahren wir jetzt hin und das zeige ich euch. Ali odakle je došlo ono? Pa baš tu si vidio. Ko polio baš? Wir sind jetzt hier in Sveti Ilija, so heißt dieses Dorf hier im Endeffekt. Und hier ist mein Dad geboren, hier kommen meine Großeltern her. Wir haben die früher Schafe aufgepasst und alles mögliche, also richtig bauernhaft. Mein Dad hat mir gerade erzählt, der war früher mit einem Jäger unterwegs hier in den Wäldern.
Die haben morgens Pilze gesammelt und dann hat er eine Taube erschossen und damit irgendwie eine Chorba, eine Suppe gemacht. Wo ich mir denke, so what the fuck, so what the fuck, eine Taube, eine wilde Taube erschossen, damit eine Suppe gemacht. So ist das hier. So Leute, fragt mich nicht, was wir hier gerade im Wald machen. Aber wir suchen jetzt hier irgendwie eine Kirche, die gerade frisch gebaut wird. Und da laufen wir jetzt gerade hin durch den Wald. What the hell? Io vuoi vedere dal giapponese per le scritte prima doma? E niente, ma c'erano o niente cose. O è c'erano poi opasso. O è vedere la lista. Das ist jetzt der Platz, wo die Kirche gebaut wird. Das hier ist anscheinend das Fundament. Wir sind jetzt eine halbe Stunde wirklich diesen Waldweg da lang gefahren und jetzt sind wir in irgendeinem Dorf mitten im Nichts, also noch viel mehr im Nichts als vorhin. Hardcore, hardcore. Dann habt ihr eben die Leute gesehen da hinten, die da chillen. Die chillen da einfach, haben Zelte aufgebaut, grillen, alle zusammen, richtig, richtig nice. Ey, heute ist super schön. Guck mal, wie der kalt ist. Sergio! So, Freunde, wir sind jetzt wieder angekommen und schaut mal, wie das Auto aussieht. Wir essen jetzt zu Abend und ich zeige euch, was es gibt. So Freunde, das war der Tag. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen und falls ja, dann gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und falls du es noch nicht gemacht hast, dann abonniere jetzt den YouTube-Channel. Ich schneide den Vlog jetzt fertig. Morgen gibt es den nächsten Vlog und ich hoffe, du bist wieder dabei. Bis dann. Peace!